Australopithecus, Darstellung und Merkmale ihrer Zeit. Das Wort Australopithecus kommt vom lateinischen Australis, was so viel wie aus dem Süden bedeutet, und vom griechischen Pithecus, was Affe bedeutet. Es handelt sich um eine ausgestorbene Gattung hominider Primaten, die vor 3,9 Millionen bis 2 Millionen Jahren in Afrika lebten und deren wichtigstes gemeinsames Merkmal die Zweibeinigkeit ist. Um die Begriffe zu klären und sich nicht zu verzetteln, sei gesagt, dass das Wort Primaten aus dem Lateinischen kommt, primas, was so viel wie erste bedeutet und sich speziell auf eine Ordnung von Plazentasäugetieren bezieht, zu denen der Mensch und seine nächsten Verwandten gehören, während sich das Wort Hominiden, ebenfalls aus dem Lateinischen hominide, auf eine Familie von Primaten bezieht, die 4 Gattungen und 8 lebende Arten umfasst, darunter Menschen, Orangutans, Schimpansen, Gorillas und Bonobos. Die klimatischen Bedingungen, unter denen der Australopithecus lebte, fallen in den Bereich der zanklischen Periode des unteren Pliozäns bis zur gelasischen Periode des unteren Pleistozäns. Das Zanklian oder Zanklean ist das untere Zeitalter und die untere Etage des Pliozäns und der Pliozänreihe und erstreckt sich von vor 5,3 Millionen Jahren bis vor 3,6 Millionen Jahren, gekennzeichnet durch die sogenannte Zanklian-Flut oder Sintflut. Dabei handelt es sich um eine theoretische Flut, die den Mittelmeerraum überschwemmt und das Mittelmeer wieder mit dem Atlantik verbunden haben könnte. Der Meeresspiegelanstieg im Mittelmeerraum könnte Geschwindigkeiten von mehr als 10 Metern pro Tag erreicht haben, wie aus den bis heute erhaltenen Erosionsmerkmalen unter den Pliozänen Sedimenten hervorgeht. Die Zanklidische Flut schuf die Straße von Gibraltar, die die Überfahrt von Tieren zwischen Afrika und Europa verhinderte. Der Anstieg des Meeresspiegels führte dazu, dass der Nil bis nach Assuan, 900 Kilometer von der heutigen Mittelmeerküste entfernt, zu einem Fluss wurde. Ein Ästuar ist eine Einmündung des Meeres in die Küste an der Mündung eines Flusses, die durch die Absenkung eines Teils der Küstenlinie entstanden ist. Sie führte auch zur Isolierung vieler Mittelmeerinseln, wie zum Beispiel der Insel Kreta. Außerdem verhinderte die Entstehung der Straße von Gibraltar die Überfahrten zwischen Afrika und Europa in dieser Zeit. Die gelasianische oder gelasianische Periode beginnt vor 2,5 Millionen Jahren und endet vor 1866 Jahren. Das Klima des Pleistozäns war eine Abfolge von Gletscherzyklen, das heißt es gab Perioden der Vergletscherung, gefolgt von Perioden steigender Temperaturen, die als Zwischeneiszeiten bezeichnet werden. Dies setzte sich während des gesamten Pleistozäns fort, bis die letzte Eiszeit, der sogenannte Würm, zu Ende ging. Ein großer Teil des Planeten war mit Eis bedeckt, etwa 30% des Planeten waren in dieser Epoche permanent mit Eis bedeckt. Das Pleistozän war eine geologische Epoche, die von manchen Fachleuten auch als Eiszeit bezeichnet wird. Für andere ist dies eine falsche Bezeichnung, da das Pleistozän eine Reihe von Eiszeiten erlebte, zwischen denen es Perioden gab, in denen die Umgebungstemperaturen stiegen, die sogenannten Interglaziale. Was die Fauna betrifft, so war das Pleistozän die Zeit, in der große Säugetiere wie das Mammut, das Mastodon und das Megatherium die Landschaften der Erde beherrschten. Während des Pleistozäns gab es aus geologischer Sicht nicht viel Aktivität. Die Kontinente befanden sich praktisch schon in den Positionen, die sie heute einnehmen. Selbst Gebiete, die heute unter dem Meeresspiegel liegen, waren früher an der Oberfläche und bildeten Brücken zwischen den Kontinenten. Denken Sie daran, dass es Zwischeneiszeiten gab. Was die Flora anbelangt, so war das Leben in dieser Zeit trotz der klimatischen Einschränkungen, die durch die Eiszeiten verursacht wurden, recht vielfältig. Während des Pleistozäns gab es auf der Erde mehrere Arten von Biomen, die auf bestimmte Gebiete beschränkt waren, so dass sich die für die einzelnen Biome spezifischen Pflanzen entwickelten. Es ist wichtig, dass viele dieser Pflanzenarten bis heute überlebt haben. Ein Biom ist die Gesamtheit der für einen biogeografischen Raum charakteristischen Ökosysteme, die auf der Grundlage seiner Vegetation und der vorherrschenden Tierarten definiert wird. Während des Pleistozäns begann die Entwicklung der menschlichen Spezies zum modernen Hallo, ich bin Australopithecus anamensis, mein Name kommt von dem Turkana-Wort Anam, was sie bedeutet, denn ich wurde in Kanapoi gefunden, ganz in der Nähe des Turkana-Sees in Kenia. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen,
das sich als neue Art mit dem Namen Australopithecus katalogisiert wurde. Australis bedeutet aus dem Süden und Pithecus bedeutet Affe. So entspricht das Wort Australopithecus einer Gattung von hominiden Primaten, die 7 Arten umfasst: Afarensis, Africanus anamensis, Barrelkatzali, Diiremida, Gahid und Sediba. Das Bemerkenswerteste an uns Australopithecus ist, dass wir uns zweibeinig fortbewegten und obwohl wir immer noch die Fähigkeit besaßen, durch die Vegetation zu klettern, konnten wir nun ohne Schwierigkeiten auf 2 Füßen stehen und wechselten uns beim Gehen mit dem Klettern auf Bäume ab. Wir alle lebten mehr als 3,9 Millionen Jahre lang in Afrika, bis wir vor etwa 2 Millionen Jahren schätzungsweise ausstarben. Ich bin zwischen 4,2 Millionen und 3,9 Millionen Jahre alt. Zur Geschichte, wie ich gefunden wurde, kann ich Ihnen sagen, dass 1965 ein einzelner Armknochen eines frühen Menschen an der Fundstelle Kanapoi im Norden Kenias entdeckt wurde. Ohne weitere menschliche Fossilien war es jedoch nicht möglich, die Art zu bestimmen, zu der er gehörte. Später, im Jahr 1994, wurden an derselben Stelle erneut zahlreiche Zähne und Knochenfragmente gefunden, und Experten stellten fest, dass die Fossilien von einem sehr frühen Homininen stammten und zu einer neuen Art gehörten, die sie Australopithecus anamensis nannten. Später im Jahr 2019 wurde die Entdeckung eines vollständigen Schädels bekannt gegeben. Was meine körperlichen und biologischen Eigenschaften betrifft, so habe ich eine Kombination von Merkmalen, die man sowohl bei Affen als auch bei Menschen findet. Mein Gehirn war mit durchschnittlich 500 Kubikzentimetern ähnlich groß wie das der heutigen Menschenaffen. Meine Kiefer waren charakteristisch stark, aber etwas schmal, und meine Zähne waren hart und emailliert. Mein Aussehen war dem der heutigen Schimpansen recht ähnlich. Man schätzt, dass wir etwa so groß wie ein Schimpanse waren, zwischen 1,2 und 1,5 m. und zwischen 40 und 50 Kilogramm wogen. Die Weibchen waren viel kleiner als die Männchen und lebten im tropischen Afrika, wo sie sich von Samen, Früchten und Blättern ernährten. Was meine Ernährung anbelangt, so konnte ich sowohl Freilandnahrung, Samen, Schilf und Gräser, als auch Früchte und Knollen essen. Ich benutzte Steinwerkzeuge, mit denen ich Knochen abreißen und sogar brechen konnte, um an das Knochenmark zu gelangen und um mich zu verteidigen oder um Tiere abzuwehren, die mich bedrohen könnten. Meine Art war ein Aasfresser, und wir warfen Steine als Werkzeuge, um Raubtiere zu verscheuchen und die Überreste ihrer Beute zu nutzen. Da wir nicht wussten, wie man mit Feuer umgeht, haben wir unser Fleisch roh gegessen. Paläontologische Rekonstruktionen der Fundorte in Kanapoi deuten darauf hin, dass ich in offenen Waldgebieten lebte, aber auch in Gegenden, in denen es von Pflanzen wimmelte, die typisch für Seeufergebiete sind. Meine Zweibeinigkeit und meine Kletterfähigkeiten ermöglichten es mir, mich in der afrikanischen Savanne über Land zu bewegen und auch in Bäumen und hoher Vegetation Schutz zu suchen. Ursprünglich glaubte man, dass nur die Gattung Homo die ersten Werkzeuge und Utensilien herstellte, neuere Funde aus der Zeit des Australopithecus lassen jedoch vermuten, dass unsere Spezies bereits bestimmte Arten von Werkzeugen benutzte, mit denen wir bei der Jagd Haut und Knochen zerschnitten. Damit ist Australopithecus in der Lage, schneidende Gegenstände herzustellen, wenn auch recht archaische. Hallo, ich bin Australopithecus afarensis, mein Name kommt vom lateinischen australischen Affen von Afar, dem Ort, an dem ich gefunden wurde. Ich bin zwischen 3,9 und 3 Millionen Jahre alt. Meine Art wurde am 24. Dezember 1974 im Awash-Flussstal in Äthiopien entdeckt. Das gefundene Exemplar war ein Weibchen und wurde nach dem Beatles-Song Lucy, Lucy genannt. 12 weitere Fossilien von Individuen meiner Spezies wurden ebenfalls an der Ausgrabungsstätte gefunden, und ihre Untersuchung führte zu einem besseren Verständnis des Ursprungs des Menschen. Dies führte zu der Entdeckung, dass die Fähigkeit zum aufrechten Gang bereits vor dem Wachstum des Gehirns vorhanden war.
Ich war ein Zweibeiner, obwohl neuere Forschungen darauf hindeuten, dass ich eher ein Baumbewohner als ein Bodenbewohner gewesen bin. Die Konturen der in der gehärteten Asche erhaltenen Fußabdrücke zeigten deutlich, dass der Hominide, der diese Abdrücke hinterließ, effizient zweibeinig ging, wie ein Mensch. Was meine körperlichen Merkmale betrifft, so war ich von schlanker Statur und mein Schädel war eher Schimpansen- als menschenähnlich, zwischen 380 und 450 Kubikzentimetern. Mein geschätztes Gewicht lag zwischen 45 und 28 Kilogramm und meine Größe zwischen 1,20 und 1,50 Zentimetern. Diese großen Unterschiede hingen vom Geschlecht der Personen ab. Bei Australopithecus afarensis ist der Geschlechtsdimorphismus sehr ausgeprägt, sowohl bei der Größe als auch beim Gewicht. Meine Zähne wiesen einige Besonderheiten auf, die den Wissenschaftlern geholfen haben, meinen Ernährungstyp zu entdecken. So waren meine Schneidezähne typisch für eine überwiegend frugivore Ernährung und hatten eine beachtliche Größe, ebenso wie meine Backenzähne und Prämolaren, obwohl meine Eckzähne klein waren. Mein Gaumen war dem des modernen Menschen sehr ähnlich, mit einer völlig anderen Kurve als der der Menschenaffen. Ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Morphologie war die Form meines Beckens. Die Erforschung dieses Körperteils hat es uns ermöglicht zu bestätigen, dass wir auf beiden Beinen aufrecht gehen können. Viele Wissenschaftler behaupten, dass sich mein Gang durch die Form des Beckens und der Beine von dem des modernen Menschen unterscheidet, was bedeutet, dass mein Gang geneigter war als der des modernen Menschen. Im Verhältnis waren meine Beine kürzer als die des Homo sapiens, was mich daran hinderte, mich effizient und schnell zu bewegen. Ich habe in Afrika gelebt, genauer gesagt in dem Gebiet, das heute von Äthiopien, Tansania und Kenia besetzt ist. In diesen drei Ländern wurden die Überreste von mehr als 300 bisher bekannten Individuen gefunden. Meine Umgebung waren trockene und nicht allzu dichte Waldgebiete. Modernere Daten deuten darauf hin, dass ich auch in Savannengebiete vorgedrungen bin und Flussufer und Seeufer aufgesucht habe. Ich war Pflanzenfresser und ernährte mich hauptsächlich von Früchten mit hohem Zuckergehalt sowie von Blattknospen, aber auch von Wurzeln, Knollen, Nüssen oder Samen und gelegentlich von den Überresten anderer Tiere, da meine Art kein Jäger war. Meine Lebensweise war geprägt von meiner doppelten Fähigkeit, mich fortzubewegen, denn ich konnte nicht nur auf zwei Beinen gehen, sondern auch auf Bäume klettern und auf ihnen stehen. Die am weitesten verbreitete Theorie besagt, dass wir in kleinen Gruppen lebten, in denen wir gemeinsam ums Überleben kämpften. Zum Schlafen kletterten wir auf Bäume, in denen wir eine Art Nest bauten. Wir könnten auch in flachen Höhlen übernachten. Wie alle anderen Zweibeiner waren wir ziemlich gesellig und gingen kooperative Beziehungen ein, um unsere Überlebenschancen zu erhöhen. Außerdem waren die Gruppen, wie bei den modernen Menschenaffen, um ein dominantes Männchen herum strukturiert, das die Vorherrschaft über mehrere Weibchen ausübte. Was die Kinder betrifft, so geht man davon aus, dass Australopithecus afarensis eine schnellere körperliche Entwicklung als der Mensch hatte und schon in jungen Jahren unabhängig wurde. Meine Spezies benutzte scharfe Steine, um das Fleisch von den Knochen zu lösen und das Mark aus ihnen zu gewinnen. Wir beherrschten das Feuer nicht und wir bauten keine Wohnstätten. Was den Einsatz von Werkzeugen betrifft, so war ich in der Lage, scharfe, wenn auch recht archaische Gegenstände herzustellen. Hallo, ich bin Australopithecus africanus und mein Name bedeutet südafrikanischer Affe. Einige Quellen schätzen, dass ich weniger als 3 Millionen Jahre und bis zu mehr als 2 Millionen Jahre alt bin, andere schätzen, dass ich zwischen 3,3 und 2,5 Millionen Jahre alt bin. Ich lebte zwischen zwei geologischen Perioden, dem oberen Pliozän und dem unteren Pleistozän. Ich wurde bei Ausgrabungen in Südafrika entdeckt, und innerhalb von 80 Jahren wurden die Überreste von mehr als 200 Individuen meiner Art gefunden. Meine Art wird traditionell als der unmittelbare Vorfahre der Homo-Gruppe, insbesondere des Homo habilis, angesehen. Einige Forscher halten Australopithecus afarensis jedoch für den gemeinsamen Vorfahren der Arten Africanus und Homo. Die letztgenannte Hypothese hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen. Wie andere Australopithecus hatte ich eine zweibeinige Haltung. Mein Durchschnittsgewicht lag bei 41 Kilogramm für Männer und 30 Kilogramm für Frauen, bei einer Körpergröße von 1,50 m. Mein Schädelvolumen lag bei 480 bis 520 Kubikzentimetern, also weit unter den 1500 Kubikzentimetern des heutigen Menschen. Mein Gesicht ist kürzer als das des vorangegangenen Australopithecus und auch die Größe meiner Zähne war im Allgemeinen kleiner, so dass meine Eck- und Schneidezähne nicht hervortraten. Meine Zähne unterscheiden sich nicht sehr von den Zähnen des modernen Menschen.
Ich habe alle Anpassungen der unteren Gliedmaßen eines normalen Zweibeiners, aber ich habe auch die Merkmale eines kletternden Hominiden, mit nach oben gerichteten Schultergelenken, langen Armen im Vergleich zu meinen Beinen und langen, gebogenen Fingern. Meine Hände sind menschenähnlicher als die von Australopithecus afarensis, vor allem wegen meiner Daumen, die mir eine größere Griff- und Greifkraft verliehen. Ich lebte in ziemlich offenen Räumen und trockenem Klima. Die Forschung hat gezeigt, dass ich wahrscheinlich dieselben Räume bewohnte wie Australopithecus afarensis, weil meine Spezies sie aufgrund unserer besseren Jagdfähigkeiten verdrängt hat. Der spezifische geografische Raum, in dem ich gelebt habe, liegt in Ostafrika und umfasst die heutigen Territorien von Tansania, Kenia und Äthiopien. Die Robustheit meines Gesichts und meiner Backenzähne deutet darauf hin, dass meine Ernährung pflanzlicher war als die früherer Hominiden. Meine von meinen Vorfahren geerbten Kletterfähigkeiten ermöglichten es mir, Bäume als Unterschlupf zu nutzen und in aller Ruhe zu schlafen und zu fressen. Man geht davon aus, dass meine Art auf dem Boden lebte und sich von Pflanzen, Kleintieren und Aas ernährte. Einige Forscher vermuten, dass wir Höhlen als Unterschlupf nutzten. In der Natur haben Futtersammler relativ große Gehirne. Die Zweibeinigkeit könnte eine Reaktion auf einen zunehmend ressourcenarmen Lebensraum gewesen sein, und die Enzephalisierung eine Reaktion auf die Notwendigkeit, neue Nahrungsmittel zu finden und zu lernen, wie sie zu verarbeiten sind. Seit Australopithecus africanus haben Forscher einen Trend zur Vergrößerung der Gehirnteile festgestellt, die für Assoziationen und komplexes Denken zuständig sind, sowie für die Kraft und die manuelle Geschicklichkeit, die für die Handhabung von Nahrung und Gegenständen erforderlich sind. In den Höhlen von Sterkfontein und Makapansgat wurden neben den Überresten von Australopithecus africanus auch sehr primitive Steinwerkzeuge gefunden. Obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass wir Werkzeuge hergestellt haben, scheinen wir Steine zum Hämmern und Schneiden verwendet zu haben.